Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von COSEX 3. Ich bin Okanoxon und der Michael ist heute auch wieder mit dabei. Hallöchen. Ja, in der letzten Folge haben die begonnen mit einem Angriff auf Michael, die beiden Gegner. Der eine kommt aber nur mit Pikenieren. Ja, ich glaube, da kommen alle nur mit Pikenieren und einer kommt noch mit Söldnergrenadieren. Ja, genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre lustig, den Vierläden mit ein paar Kanonen zu demoralisieren. Ah, aber da fehlt mir der Stein. Und das könnte ich. Ein paar Fregatten vielleicht. Die KI stirbt echt dumpf. Ja, du hast auch sehr viel Reichweite. Der andere braucht einfach lange. So, noch keinen Schuss abbekommen. Sehr gut. So. Er hat immer noch keinen Hafen gebaut. Und ich baue mal ein paar Bogenschützen. Das sollte eigentlich reichen. Ja. Also mit Nahrung habe ich meist nie Probleme. Damit habe ich auch keine Probleme. Da kommt noch einmal eine Gruppe, aber wieder nur Pikeniere. Ja, die sterben halt stumpf, ohne auch nur ein bisschen ranzukommen. Ich glaube, ich gehe mal was aus. Ach, guck mal, die haben sogar Angst vor mir. Vielleicht versucht er dich zu locken. Ja, im Süden kommen die dann, die Truppen. Ja, ich glaube, ich werde den im Norden von mir angreifen, den türkisfarbenen oder grünen, würde ich sagen. Ich greife gerade auch den Lilanen an, mit meinem einzigen Boot und mit den Kanonen von der Küste. Ach so. Oh ja, das hat ihn die 100-Punkte-Grenze gekostet. Er hat halt eigentlich nichts, was dagegen spielen kann.
Und Bogenschützen benötigen, glaube ich, Holz, um zu feuern, und vielleicht ein bisschen Kohle. Ich schau mal nach. Oh, Wohnplätze schon voll. Da kommt wieder jemand aus dem Norden, der vermutlich wieder davonläuft. Ein paar Grenadiere. Einen Schuss haben sie, glaube ich, abgefeuert. Möglicherweise. Da kommen nochmal ein paar Pikeniere. Seltsamerweise gehen sie beide auf dich. In anderen Spielen gehen sie immer auf den Stärkeren. Also auf den Schwächeren, meine ich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe noch schon etwas mehr als die Hälfte des Holz für. Oh nein, Stein brauche ich. Okay. Wenn ich dir was geben könnte, würde ich dir was geben. Ja, das geht leider nicht. Oha, wie weit kann der denn schießen? Wo? Die Galeere, die kann ja richtig weit schießen. Ja, das ist klar. Die hat eine der größten Reichweiten im Spiel. Den Türkisen übernehme ich dann, sobald die Fregatte fertig ist, weil ich kann keine. Doch, nee, ich kann keine Galeeren. Nochmals 10 davon. So. Ah ja, eine Blockhütte schon mal zerstört. Ja, die sind lästig. Noch eine Stadthalle. Bin fast fertig.
Ein Schuss, zwei Schuss, ein Treffer. Schießt halt ziemlich daneben. Jetzt ja, habe ich Grafikprobleme. Meiner schießt auch daneben. Ah, so, zweite Blockhütte kaputt. Der andere hat auch gleich eine Blockhütte kaputt. Ich glaube, da geht jetzt mal eine Runde auf mich. Oh, und er hat Kanonen. Das wird heftig. Ich muss seine... Fiese? Ah ja, ich seh's. Da könnte ich dann... Ja, vielleicht ein bisschen. Ich komme nicht ganz ans Artilleriedepot ran. Und ich habe selbst noch keine Kanonen. Ja, ich schicke drei Galeeren. Wo ist das? Da ist das. Okay, ich hol's mir. Ah, diese Kohleverschwendung. Oh. Die sind relativ schnell, mit denen könnte ich, wenn... Oh, sie ziehen sich schon zurück. Sie haben anscheinend Angst. Ich glaube, den kriegen wir locker. Danke vielmals. Den hole ich mir jetzt. Da stehen noch ein paar Einheiten. Musketier 18. Jahrhundert, die sind auch im Nahkampf sinnvoll. Also der Lilane wird gleich weg sein. Sehr gut. Ja, der Lilan ist weg. Okay.
Ja, die Locket müssen jetzt zuerst fertig machen. Ja, ich bin dabei. Ich gehe mal nach hinten. Der andere ist auch schon kaputt, tot. Schon fast. So. Oh ja, deine Sitschko sagen, wie viele sind das? Wie bitte? Wie viele sind das dort oben? Wo denn? Die, die du jetzt gerade in die Siedlung schickst. Achso, 108. Nicht schlecht. Und ich werde diese Kaserne 1700 einreißen. So, alle Blockhütten sind kaputt. Sehr gut, dann holen wir sie uns jetzt. Meine Bogenschützen sind zwar nur 33, aber die haben die Kaserne auch schon fast eingerissen. Holst du mir bitte die Kanonen runter? Da rumfeuern? Ja, ich versuch's. Ich weiß nicht, ob die Reiter stark genug sind. Sollten sie eigentlich. Ja. Der ist auch gleich hinüber. Auf den Sieg warten wir noch. Einheiten hat keiner mehr. Okay. Das war's. Wir danken euch fürs Zuschauen und hoffen, es hat euch gefallen. Es waren nur zwei Folgen, also mehr ein angezockt als ein Let's Play. Aber trotzdem, uns hat's Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.